Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur kirchlichen Trauung von Stefan Gim und Nadine, geborene Lehr. Wir sind hier versammelt, weil uns daran gelegen ist, dass eure Ehe gelingt. Wir wollen mit euch und für euch beten, wir wollen miteinander singen, wir wollen auf die Worte der Heiligen Schrift hören und euch Gottes Segen zusprechen. Lasst uns gleich mit dem ersten Lied beginnen. Ich hoffe, ich habe genug Zettel gedruckt. Herr der Ewigkeit, komm in meine Zeit. Ralf, kannst du hier vorne noch das Licht anmachen, bitte? Ganz oben, ganz oben, ganz oben. Altarumstrahler. Wir sind heute ein bisschen in. Jawohl, danke schön. Gerade umgefallene Gitarre. Ja, tut mir leid, ich kann nicht Gitarre spielen, weil die sich jetzt nicht mehr stimmen lässt, da ist der Hebel abgebrochen. Ja, das nützt bloß nichts, weil der ist kaputt. Ich guck mal, was ohne die Saite so möglich ist. Also der Anfang wird gepfiffen. In meinem Büro steht noch eine Gitarre. Kannst du mir die noch holen, bitte? Ja, das ist ja zu schade. Wir machen jetzt so ein bisschen fröhliches Programm, Jumping, und gehen über zum 23. Psalm. Der 23. Psalm, das steht im Gesangbuch bei der Nummer 711. Das ist jetzt ein sehr altes Lied. Das Lied von dem guten Hirten. Das Brautpaar hat gar kein Gesangbuch abgekriegt. So. So, ich bitte das Brautpaar und ich, wir beginnen, und wenn Sie dann mit den eingerückten Versen antworten würden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. So, jetzt. Das fand ich immer heute geht auch. Jetzt versuchen wir es nochmal. Mit Herr der Ewigkeit, komm in meine Zeit. Kirche so lange auf einem Bein gestanden. Gut. Lass uns beten. Herr unser Gott, das ist
Unser Wunsch, das ist unser Gebet, dass du hineinkommst in unser Leben, dass du das Leben anrührst von Nadine und Stefan, dass du sie segnest, dass du ein guter Hirte für sie bist, der sie begleitet, behütet und versorgt. Wir danken dir, dass du sie zusammengeführt hast, dass du ihnen heute deinen Segen zusprichst. Und wir bitten dich, erhalte sie im Glauben an dich und in der Liebe zueinander. Segne diesen Gottesdienst und diesen ganzen Tag und lass ihn zu einem Fest werden, an das die beiden gerne zurückdenken. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, lass uns füreinander leben. Das Lied Nummer 575 im Gesangbuch. Corona ist ein Arsch. Also eigentlich wolltet ihr ja letztes Jahr schon heiraten, aber das war so nicht möglich wegen der Kontaktbeschränkungen. Und auch heute können einige wegen der Krankheit nicht dabei sein. Aber immerhin, wenn das jetzt alles klappt, unser Techniker, der ist nämlich auch Corona, wenn das jetzt alles klappt, dann sehen wir uns in diesem Moment übers Internet. Wir grüßen euch. Und ihr habt ein tolles Datum, finde ich. 2.4.22, das kann man sich richtig gut merken. Es ist ein wichtiger Schritt, den ihr da heute miteinander geht. Ihr schließt einen lebenslangen Bund miteinander und ihr bittet Gott, diesen Bund zu segnen. Weil es euch ernst damit ist und weil ihr spürt, dass unsere eigene Kraft manchmal nicht ausreicht. Man, wer weiß denn schon, was die Zukunft so bringt?
was in 10 Jahren, 25 Jahren, 50 Jahren sein wird. Aber eins wisst ihr, ihr wollt zusammen sein. Ihr wollt einander beistehen, ihr wollt einander lieben, ihr wollt füreinander da sein, ihr wollt miteinander alt und runzlig werden. Und darüber freuen wir uns. Kennengelernt habt ihr euch über Schüler-VZ. Kennt das heute noch jemand? Schüler, das muss so 2010 gewesen sein, war auch so ganz nett, dann habt ihr euch getroffen, seid zusammen ins Kino gegangen und das war's dann auch, weil Nadine fand, Stefan ist viel zu alt für sie. Also er war damals immerhin schon 19 und sie gerade erst 16 Jahre alt und außerdem hatte sie da jemand anders kennengelernt, also nee. Aber er blieb dran, beharrlich, ohne aufdringlich zu sein. Er hat den Kontakt gehalten und 2 Jahre später passte dann alles. Und man sieht, manchmal ist tatsächlich der Umweg der kürzeste Weg zum Ziel. Und jetzt seid ihr schon 10 Jahre zusammen. Ihr habt die meiste Zeit auch schon zusammen gewohnt. Erst zusammen in einer WG mit Kim. Kim, das war's schon. Wo bist du eigentlich? Ich habe ihm vorhin angedroht, dass er meiner Predigt vorkommt. Aber mehr kommt auch nicht. Und dann habt ihr eben auch schon bald alleine gewohnt. Ihr wisst also, was es heißt, einander im Alltag zu begegnen. Ihr wisst, was es heißt, wenn der andere unausgeschlafen und knatzig ist. Und ihr lasst euch trotzdem nicht von dieser Vorstellung abschrecken, für immer zusammen zu sein. Und im Gegenteil, ich habe den Eindruck gewonnen, dass ihr euch geradezu darauf freut. In vielen Dingen ergänzt ihr einander. Nadine ist so eher der impulsive Typ, der auch schon mal durch die Decke geht und Stefan eher der ruhige und geerdete. Und in dieser Ergänzung tut ihr einander gut. Ihr schenkt euch gegenseitig Geborgenheit und das ist etwas Wunderschönes. Und so war denn der Entschluss auch naheliegend zu heiraten, aber natürlich gehört auch ein richtiger Antrag dazu. Ganz klassisch hat Stefan erst Nadines Eltern um Erlaubnis gefragt und dann am zweiten Weihnachtstag 2019, das war Nadines Geburtstag, ein abgekartetes Spiel gestartet. Plötzlich wollten ihre Freundinnen sie mit fadenscheinigen Gründen nach draußen bewegen. Und als das dann geklappt hat, stand er da mit Fackeln im Garten und einem Rosenstrauß in der Hand. Und offensichtlich ist alles gut gegangen, darum seid ihr heute hier. Und habt euch als Trauspruch ein Wort des Apostels Paulus ausgewählt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn man auf den Zusammenhang schaut, dann ist das eigentlich gar kein Trauspruch. Passt aber trotzdem. Aber im Original schreibt Paulus an eine Gemeinde, die heillos zerstritten ist. Jeder hat versucht, sich vor den anderen aufzuspielen. Jeder dachte, dass er was Besseres sei und mehr kann als die anderen. Und Paulus versucht, die Einheit wiederherzustellen. Und zu diesem Anlass schreibt er ein wunderschönes Kapitel über die Liebe, nämlich 1. Korinther 13, wovon euer Vers der letzte ist. Er schreibt: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und jetzt kommt's. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Was ich jetzt besonders schön finde, wenn man jetzt so zwei Leute hat, die erklärtermaßen einander lieben, die beiden zum Beispiel, dann kann man ja überall, wo in dem Text das Wort Liebe auftaucht, den Namen einsetzen. Also dann heißt das so, Stefan ist langmütig und freundlich, Nadine eifert nicht, Stefan treibt nicht Mutwillen, Nadine bläht sich nicht auf, Stefan verhält sich nicht ungehörig, Nadine sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Ist das nicht toll? Also was kann da denn noch schiefgehen? Allerdings heiraten jetzt hier nicht zwei Engel, sondern zwei Menschen aus Fleisch und Blut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich so von mir ausgehe, würde ich sagen, es steckt in uns auch immer so eine ganze Portion Egoismus und Lieblosigkeit. Die Liebe sagt, ich will glücklich machen. Und der Egoismus sagt, ich will glücklich werden. Und wenn es mit dir nicht klappt, dann suche mir jemand anders. Und in dieser Spannung müssen wir leben. Und die Hochzeit ist sozusagen eine Erklärung, dass wir uns für die Liebe entschieden haben, für die Verbindlichkeit, für den anderen, egal was da kommt. Und zugleich ist sie eben eine Bitte um den Segen Gottes, weil das, was die Bibel hier beschreibt, das können wir gar nicht aus eigener Kraft leisten. Wir können immer nur weitergeben, was wir selber empfangen haben. Und darum ist dieser Trauspruch auch eine Einladung dazu, sich gemeinsam auf die Suche zu machen und der Liebe Gottes zu begegnen. Darum steht hier der Glaube an erster Stelle. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube heißt Vertrauen auf Gott. Glaube heißt sich öffnen für das, was von oben kommt. Ich finde so dieses Bild schön, es gibt so Brunnen mit drei Schalen und das Wasser fließt in die obere Schale und macht sie voll und wenn die voll ist, dann fließt das in die nächste und dann in die übernächste. Und so kann das mit Gott funktionieren, dass wir uns von der Liebe Gottes füllen lassen, das weitergeben an unsere Familie, an unseren Ehepartner und von da aus weitergeben an alle anderen Menschen, mit denen wir so zu tun haben. Das wünsche ich euch. Dass ihr so leben könnt in dem Flow der Liebe, dass ihr glauben und vertrauen könnt an Gott und auch aneinander und dass euch auch in schweren Zeiten niemals die Hoffnung verlässt. Amen. Einen habe ich noch. Ich möchte euch gerne dieses Buch schenken, weil mit der Liebe ist das ja immer so eine Sache. Das ist ein großes Wort. Und ich mag an diesem Buch, dass es das Ganze so auf den Alltag runterbricht. 5 Sprachen der Liebe heißt das. Die Theorie ist so, wir sind Menschen mit einem Liebestank in uns. Und wenn dieser Liebestank voll ist, dann sind wir die nettesten und freundlichsten Zeitgenossen. Und wenn dieser Liebestank leer ist, dann sind wir unausstehlich und gnatzig. Also, wenn du schlau bist, sorgst du dafür, dass der Liebestank von deinem Partner immer voll ist, weil dann geht es dir gut. Das Problem aber, so wie ein Auto Diesel braucht und das andere super, ist es auch bei der Liebe so, dass wir eine unterschiedliche Art und Weise haben, Liebe zu empfinden und zu empfangen. Und davon handelt das Buch, 5 Sprachen der Liebe. Ich hoffe, es macht euch Spaß, rauszufinden, welches eure Sprache der Liebe ist. Ich lege das mal hier hin, dürft ihr nachher mitnehmen. Und jetzt singen wir ein Lied, das hat Stefan sich ausgesucht, das kennt er von seiner Konfirmandenzeit. Das Problem ist, ich kenne es nicht. Wir müssen also ganz tapfer zusammenhalten. Thank you.
das ist wahr. Und denk ich an seine Liebe für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen in seinem Herzen. So, nun bitte ich euch beide zu mir nach vorne. Genau, erstmal so weit. So. Hört nun Worte der Heiligen Schrift von der göttlichen Stiftung und Ordnung der Ehe. Gott hat von Anfang an Mann und Frau füreinander geschaffen. So heißt es im ersten Buch Mose: Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einen Gefährten geben, der zu ihm passt. In der Ehe gehören Mann und Frau ein Leben lang zusammen. Jesus sagt im Evangelium, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Für das Leben in der Ehe gilt besonders, was der Apostel Paulus allen Christen für den Umgang miteinander rät. So schreibt er im Brief an die Epheser: Ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und schließlich heißt es im Brief an die Philipper: Seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und nun frage ich dich, Stefan Gimm, vor Gott und der hier versammelten Gemeinde, willst du Nadine, geborene Lea, die Gott dir anvertraut, als deine christliche Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch voneinander trennt? So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Nun frage ich auch dich, Nadine, willst du Stefan, den Gott dir anvertraut, als deinen christlichen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch voneinander trennt? So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe.
So empfangt nun als Ausdruck eurer Liebe und Treue eure Ringe zurück. Jack hat sie in die Kirche gebracht. Sie haben hier auf dem Altar Gottes gelegen als Symbol dafür, dass er eure Verbindung tragen und stärken möchte. Steckt nun einander die Ringe an. Reicht einander die rechte Hand, ein bisschen näher bitte. So spreche ich euch nun zusammen in den christlichen Ehestand. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Bitte kniet nieder. Oh, hier drauf. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt bleiben möget in seiner Liebe bis zum ewigen Leben. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Dankeschön. Manche geben sich einen Kuss an der Stelle. Okay, danke. Wir singen. Danke. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Wer mag, der darf am Ausgang etwas in das Körbchen legen, was da hoffentlich steht. Das Brautpaar hat bestimmt, dass wir für die Ukraine sammeln wollen. Das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit das Beste, was man tun kann. Wer dabei sein möchte, wenn die Trauung im Gottesdienst bekannt gegeben wird und das Brautpaar noch einmal im Gebet bedacht wird, das ist jetzt nicht schon morgen. Sie fanden, das war jetzt ein bisschen kurzfristig. Das ist nächste Woche am 10. um 9.30 Uhr. Vielleicht haben Sie ja Lust, dabei zu sein. Und nun lasst uns aufstehen, lasst uns miteinander beten. Herr, du menschenfreundlicher Gott, wir danken dir, dass du Nadine und Stefan zusammengeführt hast. Du hast Gutes mit ihnen vor und willst ihre Ehe segnen. Wir bitten dich, sei du ihnen nahe als der gute Hirte.
Gib ihnen die Kraft, zueinander zu stehen in guten und in schlechten Tagen. Wir bitten dich für alle, die sich das Ja-Wort zur Ehe gegeben haben, besonders für die Eheleute, die es schwer miteinander haben, die sich fremd geworden sind, die voneinander enttäuscht sind. Hilf ihnen, dass sie nicht aufhören, Verständnis und Geduld füreinander aufzubringen. Lass dich von ihnen finden und erneuere sie durch deine Liebe. Denn du schenkst uns Glauben, der die Berge versetzen kann, die sich uns in den Weg stellen. Du schenkst uns Hoffnung, die uns in schweren Zeiten trägt. Und du schenkst uns Liebe, die stärker ist als der Tod. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.